Willkommen, liebe Zuschauer, zum ersten Part oder zweiten Aufnahme von Blocks vs. Zombies zusammen mit dem Minecraft Donut E. Ne, du bist der Typ. Ja, der Typ, der da vorne steht. Der Typ, der hier vorne steht, hinter dem Crazy Ideas. Keine Ahnung. Kann ich nicht hauen. Kann ich nicht hauen. Kann ich immer noch nicht hauen. Bist du eigentlich OP jetzt? Ja, ne? Kann sein. Ja, oh, schau mal, wie lieb ich bin. Oh, danke, danke, danke. So. Wieso schreibst du A? Gut. Weil ich A. Du kennst Map nicht, ne? A schreibe. Nein, ich kenne die Map nicht. So. Ich hatte mal eine frühere von dem. Table of Contents. Hm. Ich hab keinen Bock zu gucken. Scheiße. Nimm mir das Ergebnis. Piu! Okay. Warte, ich nenne dir es. Das ist jetzt, also. Blocks ist für mich eine Map vom sehr geehrten, keine Ahnung, wie man das ausspricht, Zestling oder Zestling oder wie auch immer das war. Eben, ne? Das ist eine, Moment mal kurz. Wire Cutter! Warte kurz. Ach, die Geräusche muss ich mal leiser stellen, glaube ich. Also, ist eine Map, eine PvP-Map. Da hinten raus kommen gleich Zombies, wenn wir auf diesen schönen Knopf da Start-Game drücken. Dann haben wir eben unseren Bogen, mit dem müssen wir die Zombies abschießen. Und get basic gear, was ist denn das? Da kriegst du das ganze Zeug, was du schon hast. Ah. Je mehr, also jedes Mal, wenn man einen Zombie tötet, kriegt man einen Punkt. Guck mal, ich hab noch einen Instruction-Book. Cool. So, wenn man 10 Punkte hat, kann man sich ja eine Barrikade hochfahren. Wenn man 30 Punkte hat, kann man da eine von diesen hübschen Kanonen da benutzen. Und wenn man 10 Level hat und hier drauf steigt und dann dagegen schießt, zum Beispiel. Ja, dankeschön. Wenn man da dagegen schießt, dann kommt Pfeil, Hagel da lang. Wenn man mehrere Zombies ineinander killt, also das gilt für alle. Das heißt, man kann zusammen Killstreaks erreichen, kriegt man Gold und von dem Gold kann man sich hier bei Crazy Ad zum Beispiel einen Striker bauen mit Schlag 1 und Ähnlichkeit 1. Ja, man hört ja auch irgendwie, dass der crazy ist. E-Bomb, alles mögliche. Und ja, das war so eigentlich die Map und wollen wir starten? Ja, können wir ruhig machen. So. Pass auf, ein Trick ist erstmal, du schießt. Und jetzt kannst du nicht runter, ne? Schieß die Zombies an, sodass die stehen bleiben. Weißt du? Ja. Warte. Meiner. Also später. Oh, scheiße. Ich bin nicht mal gut im Bogen. Jetzt habe ich einen Point gekriegt. Meiner. Nein. Also, so kannst du auch schneller Kills kriegen, wenn du dann eben einen anschießt. Und dann bleiben die vor dir stehen. Ich habe dem Zombie 5 Damage gemacht. Ich habe dem Zombie 6 Damage gemacht. Ich habe dem Zombie die letzten 3 Damage gemacht. Hast du diesen Mod drin? Ja. Okay. Es ist übrigens ziemlich schwer, auch zu zweit. Ich habe es allein im Singleplayer gespielt und habe voll verkackt. Nein, mein Gott. Ich hab noch den Minimod drin, den Element TNT Mod. So, jetzt schieß die einfach nur mal an erstmal. Ich will die aber töten. Ja, aber wenn gleich kommen viele. Also wenn dann viele kommen, ist praktischer. Ich hab Optifine drin, haha. Ich hab auch Optifine, glaube ich. Nee, hab ich nicht. Jetzt schieß die einfach alle an. Sonst rennen die da runter. Ah, vordersten müssen wir stoppen. So, ja, wir haben eine Barrikade. Ja, habe ich gerade gekauft. Ach so. So. Siehst du, jetzt kriegen wir die ganze Zeit Streaks. Hilfe! Nein! Nein! Du hast 10 Punkte!
Hol dir mal eine Barrikade. Hol dir mal die gelbe. Schaffst du es? Ja, ja, ich schaff alles. Ich bin Gloromo. Die haben verkackt. Aha. Die Mini-Zombies sind scheiße zu kriegen. Scheiße. Probier auf die Mini-Zombies auch zu gehen. Du hast 12 Punkte. Naja, ich kaufe mir auch eine Barrikade. Nein! Nein, wir haben verkackt. Scheiße. Gut, warte, wir machen eine neue Runde, ne? Warte, ich brauche nochmal. Get geistig, Bier. So, das schaffen wir. Weißt du, du musst am Anfang, ist es ganz gut, wenn du erstmal welche anschießt. Und die dann erst an der Zeit tötest, dann kriegst du auch schon Punkte, kannst du dann gleich Barrikaden kaufen. Das ist am Anfang dann erstmal die gelbe, nee, du hast erstmal die blaue und dann die gelbe holen, okay? Ja, und dann die, und dann die grüne. Ja. Wobei die grüne bringt dann, glaube ich, nicht so sehr. Mann! Ich bin total schlecht im Bogen geworden. Ich habe in letzter Zeit so viel Gabys Mod gespielt. Ich habe in letzter Zeit so viel PvP gespielt. Nein. Hey, cool, ich hab den Punkt gekriegt. Oh. Nein, ist denn nicht. Ist ja nicht, ne? Switch, warte. Also, du bist allein im Singleplayer spielst, ne? Du hast so keine Chance. Ich war nach. Also, Ziel ist übrigens, dass keine Zombies. 20 Minuten hast du Zeit und dann. Genau, nach 19 Minuten, sagen wir 18 Minuten und 30 Sekunden habe ich verkackt ungefähr. Dann Singleplayer mal. Komm schon. Also jetzt schießt sie gleich erstmal nur an. Sonst geht's. War zumindest sonst immer eine gute Taktik. Boah, ne. Eine Maus. Spielst du mit Kabelmaus eigentlich, Basti? Ja. Ich hasse Kabelmäuse. Die gehen nicht leer. Ja, ich kann meine Maus einfach laden, ne? Am Kabel? Ja, an dem Kabel. Das ist doof, wenn du die mit Batterien machst, da bist du gerade im Fight Game. Ja, deswegen gucke ich mal auf den Akku vorher. So. Basti, kauf mal die gelbe. Kurz. Gut. Pass auf den einen Zombie da hinten auf. Unter dir. Alter. Läuft schon besser. Das Ding ist. Ey, Katze! Schieß auf den Mini-Zombie da! Schieß auf den Mini-Zombie. Gut. Da hinten kommt noch einer. Basti, kauf die. Oh! Kauf die blaue, kauf die hellblaue. Ey, bewach, bewach. Ja, ja. Ich muss mir nämlich einen besseren Bogen holen. Okay, das läuft schon mal viel besser. Mini-Zombie-Attack! Scheiß. Hast du den mit Schlag geholt? Ja, den ersten. Gut, das... Ein Mini-Zombie war drin. Blaue da hinten und das ist ziemlich gut so. Nein! Nein! Ein zweiter. So. Ich habe die Orangene geholt hier, ne? Ja. Da ist Zombie mit Schwert und allem. Siehst du, für die ist gut, wenn du die anschießt, dann kommen sie nämlich alle zu dir gelaufen. Und laufen erstmal noch nicht runter. Kannst du eine Barriere Seite ab. Schieß in der Seite ab, schieß in der Seite ab. Ich hole mir mal die grüne. Schieß sie so, dass sie zu dir laufen.
Alter, die drängeln sich gegenseitig darunter. Nein! Nein! Verdammt. Die haben sich gegenseitig darunter gedrängelt. Ja, so könnt ihr... So. Ich wollte gerade sagen, es hat doch... Ist es bei dir da hinten auch noch? Jetzt ist es weg. Gut, die dritte Runde schaffen wir noch, oder? Sollen wir mal so Superattacken vielleicht mal benutzen? Das Ding ist, die reichen auch nur bis ungefähr zur Mitte. Start Game. Das können wir dann, ich würde sagen, wir holen uns erst die blaue und dann die grüne und dann holen wir uns eine von den Dingern, weißt du? Und eine Kanone ist erstmal, glaube ich, zu teuer. Wie viel kostet eigentlich, warte? 10, okay. Nein! Du dreckiger Aslack! Finde ich nicht in Ordnung von dir. Klaus mir einfach mal den. Ja, klar. Du. Jetzt nicht, ja. Ach, ich hab. Okay, okay. Weißt du was? Ey, komm schon! Nee, ist eigentlich gut, wenn du die Punkte kriegst, weil dann kannst du dir gleich zum Anfang eine Barrikade kaufen, als dass ich die kriege. Weißt du? Hey, weißt du, was schon heraussteht? Was schon, weißt du, was schon feststeht? Hm? Dass ich 2014 mit Übernachtung bei der Gamescom höchstwahrscheinlich sein werde. Das steht fest, dass du es höchstwahrscheinlich sein wirst. Finde ich ja, gut. Halt Ticket halt. Ja, du hast schon für 2014? Nee, Ticket haben wir noch nicht. Das müssen wir halt noch holen. Aber Hotel steht fest, dass wir da übernachten dürfen. Oh, das finde ich aber supi. Ich gehe da sowieso nie hin. Wenn ich 16. Wenn ich 16 bin, gehe ich das erstmal hin. Sonst finde ich, lohnt sich nicht. Meinst du, wenn du 2000 Abonnenten oder sowas hast? Nö, einfach weil ich will da eh die Spiele zocken. Und weil du, wenn du 12 bist, kannst du nicht die Spiele ab 16 oder 18 zocken. Und weil die meisten Spiele ab 16 und 18 mich interessieren, beziehungsweise 16. Basti, hol dir die blaue Barrikade ganz vorne. Weil die mich interessieren, weißt du, weil die einfach besser sind, ist es halt, ne? Du kannst schon eine andere. Ja, war ich gerade dabei. So, okay. So, und gleich können wir da mal so einen Tower aktivieren, der hoffe ich mal. Okay, die können nur noch durch den einen Eingang durchkommen, das ist schon mal nice. Nein! Gut, Mini-Zombie-Krise abgewendet. Oh mein Gott. Du musst mal gucken, wie schnell du generierst. So. Mini-Zombie! Töte ihn einfach. Noch ein Mini-Zombie kommt angerannt. Bam! Bam! Scheiße, der war jetzt fail. Willst du mich jetzt eigentlich rollen? Okay, danke schön. Was? Wieso war der Mini-Zombie gerade nicht One-Hit? Boah, willst du mich eigentlich verarschen? Ganzen fucking Mini-Zombies. Läuft auf jeden Fall schon mal. Ah, hast du die gerade die Orange gekauft? Ja, guck mal, wie viele Punkte ich hab. Oh, okay, gut. Läuft schon mal besser als letzte Runde, oder? Ja. Wollen wir hoffen, auf jeden Fall. So, meine Blau ist auch dran. Soll ich denn als nächstes mal so einen Tower hier holen, also der dauerhaft schießt? So ein Tower? Ja, kannst du ruhig holen. Also für 30 Punkte? Nein, diese Pfeile. So, dauerhaft schießen die? Ja. Ach, nass. Okay. Alter, wir haben übelst viele Dings da. Oh ja, Gold haben wir viel im Inventar. So, ich habe jetzt Stärkebogen. Das heißt, ich bin stärker, aber du Mitsch, ne? So. Nein!
Scheiße, ich verkacke hier gerade. Scheiße, Basti, hilf mir mal. Ja, hier kommt bei mir auch gerade so noch. Nein! Nein, und oh, wir waren so gut. Noch eine Runde? Weiß ich nicht, ist mir egal. Ah, ist mal Spaß. Lol, warum schießen die denn immer noch? Ja. Gott. Matt! Ich hab mal Stop Game geklickt. Stehen bei dir da hinten auch noch Zäune? Ja. Oh, das hätte ich jetzt vielleicht nicht tun sollen. Ja, ganz viele Pfeile. Ha, ja. Warte mal, warte mal. 10 Punkte umsonst. Warte. Sorry Leute, war gerade irgendwie ein kleiner Cut. Ich habe die falsche Taste gedrückt. So. Oh, scheiße. Kisten. Wieso auch immer das hier noch aktiviert ist. Warte. 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 Der Kommando hier ist ausgeführt. Ja. Warte mal, warte mal, warte mal. Weißt du, was wir machen? Also auf jeden Fall kommt das hierher. Warte, ich mach's einfach nochmal neu und wir machen dann eine neue Aufnahme. Ne? Dann haben wir Zeit dann auch. Bis dann und ciao.